Guten Abend, ich begrüße Sie zu Spiegel TV aus Hamburg. Wenn man seine Miete in bar an dubiose Geldeintreiber zahlen muss, die maroden Wohnblocks nebenan leer stehen und sich selbst die Polizei kaum noch ins Viertel traut, dann heißt es Willkommen in Delmenhorst-Wollepark. Die Bewohner der 70er-Jahre-Siedlung leben unter unwürdigen Umständen. Und das liegt nicht nur daran, dass sie selbst zu den Ärmsten der Gesellschaft zählen, zu allem Überfluss werden sie auch noch von geldgeilen Vermietern abgezockt. Wozu diese Zustände aus Armut und Kriminalität führen, zeigen Ihnen Klaas Meyerheuer und Caroline Schiemann. Im niedersächsischen Delmenhorst steht mitten in der Stadt ein sozialer Brennpunkt. Die Adresse Wollepark ist bekannt für Verwahrlosung, Kriminalität und Ausbeutung. Am Mittwoch dieser Woche hat der Bürgermeister offiziell zu einer Feierstunde eingeladen. Zufrieden und erleichtert wird der Abriss eines gesamten Wohnblocks im Wollepark präsentiert. Es ist eine große Schande, das gebe ich auch zu, ein Schandfleck für die Stadt Delmenhorst, der aber dann auch in Zukunft der Vergangenheit angehören wird. Hier war kein Wohnen mehr möglich und nicht erst seitdem wir hier den Abriss vorangetrieben haben, sondern seit vielen Jahren nicht mehr. Die Blöcke standen leer, sie waren nicht bewohnbar, sie waren nicht mehr sanierbar. Und ja, der Abriss ist sinnvoll und ist gut für die Entwicklung der Stadt und auch gut für die Entwicklung der Menschen hier. Was der Bürgermeister nicht erwähnt, das große Plattmachen ist nur ein Teilabriss. Dahinter steht ein weiterer Block, in dem hunderte Menschen in katastrophalen Verhältnissen leben. Ein Abriss ist nicht möglich, denn die Wohnungen sind Privatbesitz. Vor allem Zuwanderer aus Osteuropa sind in den vergangenen Jahren hierher gezogen. Einige haben ihre Lebensweise gleich mitgebracht. Der Müll fliegt einfach aus dem Fenster. Leerstehende Wohnungen werden aufgebrochen und illegal bewohnt. Stadtverwaltung und Polizei haben längst die Übersicht verloren. Für die normale Bevölkerung wurde die Gegend zur No-Go-Area. Polizei, Zoll und Ordnungsamt riegelten Ende März das Viertel ab, kontrollierten 200 verdächtige Personen. Zwei Haftbefehle wurden vollstreckt. Der Rechtsstaat zeigte zumindest an diesem Tag, dass der Wollepark an sich kein rechtsfreier Raum sein sollte. Ein Problem stellen die Menschen für uns dar, die sich dort im Wollepark aufhalten, von denen wir bei den Kontrollen erfahren haben, die haben polizeiliche Vorerkenntnisse. Das sind mittlerweile über 170 Personen, die wir dort angetroffen haben im Rahmen der Kontrollen, die dort polizeiliche Erkenntnisse haben, so sagen wir. Also die zum Beispiel schon mal als Körperverletzer, als Einbrecher, als Räuber oder wegen anderer Delikte aufgefallen sind. Für alle Einwohner des Wolleparks verschärfte sich in dieser Woche die Lebenssituation. Grund sind Schulden und ausstehende Zahlungen. Am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr rücken zwei Mitarbeiter der Delmenhorster Stadtwerke an und versuchen, einen Deckel vor den Hausnummern 11 und 12 aufzubekommen. Ziel der Aktion: die Gasleitung im Boden zudrehen und die Versorgung stoppen. Doch die Aktion misslingt zunächst. Kurzerhand gehen die Mitarbeiter in das Gebäude, bauen dort den Zähler aus. Das Gas ist abgedreht. Die Folge: kein warmes Wasser und keine Heizung mehr für die Bewohner. Die Stadtwerke Delmenhorst haben seit 9 Monaten keinen Cent mehr für das von ihnen gelieferte Gas gesehen. Vertragspartner für den Energieversorger ist die Hausverwaltung. Doch auch das ist im Wollepark so eine Sache. Die Probleme im Wollepark sind vor circa 2 bis 3 Jahren angefangen, wo wir dann festgestellt haben, dass Nebenkosten nicht mehr ordentlich abgeführt worden sind. Da unser Ansprechpartner immer die Wohnungsverwaltung ist und wir 4 Wohnungsverwalter hatten, hatten wir immer wechselnde Ansprechpartner. Die Eigentümerstruktur ist sehr diversifiziert, ist sehr kleinteilig und wechselt auch. Barbara Nordengrün ist eine von 2 deutschen Altmietern im Block Wollepark 12. Die gebürtige Berlinerin ist schwer krank. Sie muss wöchentlich zur Dialyse. Die 60-Jährige lebt seit 9 Jahren in den 3 Zimmern mit 70 Quadratmetern, zusammen mit ihren 2 Katzen. Das Gas war bisher noch nie abgestellt. Die ist kalt. Die wurde heute Mittag schon kalt. Aber so schnell kühlt das noch nicht aus, das ist es eben, ne? Oh. Wer ist denn schuld? Ja, das ist der Vermieter und die Hausverwaltung, die das nicht weitergeleitet haben. Das ist doch logisch.
Denn von mir wurde die Miete ja immer bezahlt, ne? Das hat ja die Stadt für mich bezahlt. Die gelernte Verkäuferin bekommt nur eine kleine Rente. Das Geld reicht nicht, um davon die Miete zu bezahlen. Das übernimmt der Staat. Den Mietvertrag hat sie mit dem Eigentümer geschlossen. Die 70 Quadratmeter kosten 350 Euro kalt. Plus 220 Euro Nebenkosten. Das Amt zahlt direkt an den Vermieter Maksud E., ein Mitglied einer kurdischen Großfamilie. War das dieser Mann hier? Kann ich mal sehen? Der. Das ist mein Vermieter. Wie war der so? Der hat eigentlich vernünftigen Eindruck gemacht, aber so kann man sich täuschen. Maksud E. gehört nicht nur die Wohnung von Frau Nordengrün. Vor anderthalb Jahren haben er und Leute aus seinem Umfeld insgesamt 30 Wohnungen in den Häusern 11 und 12 gekauft. Teilweise für weniger als 4.000 Euro pro Wohnung. Auch die Wohnung dieser Familie gehört einem Mann aus dem Umfeld der Familie E. Ihre 84 Quadratmeter große Wohnung kostet warm über 800 Euro monatlich. Aber warm ist jetzt vorbei. Wir haben unsere Miete überwiesen, jeden Monat. Aber wo sind die weitergebliebenen Nebenkosten für Heizung, für Wasser, für Gas? Weiß man niemand so genau. Wo sind unsere Vermieter? Die kommen auch nicht hier. Die kümmern sich überhaupt nicht um gar nichts. Verwalter der Schrottimmobilien und Vertragspartner der Stadtwerke ist die Hochtinger Immobilienverwaltung. Hinter dem glanzvollen Internetauftritt, der mittlerweile abgeschaltet ist, steckte wahrscheinlich ein Verwandter des Wohnungseigentümers Maksud E. Die Hausverwaltung residiert aktuell im Bremer Stadtteil Kirchhochting, zusammen mit einem An- und Verkaufsladen für Gold, der auf Maksud E. angemeldet ist. Versuch einer Nachfrage an der Firmenadresse. Tag, wir sind von Spiegel TV. Wir suchen. Ja, wir wollten mal. Hallo. Wir wollten mit der Hochtinger Immobilienverwaltung sprechen. Ist nicht hier. Ist nicht da? Nein. Können Hallo, wir, machen ja. Sie es zu, bitte? Ja, machen wir gleich. Nicht gleich, machen Sie jetzt zu, bitte. Wir wollten mal fragen, warum kein Geld mehr gezahlt wird an die Stadtwerke. Ich weiß nicht. Jetzt nicht hier, Hochtinger Immobilienverwaltung. Hier ist doch die Immobilienverwaltung, oder nicht? Das Nein, hier ist nicht. Aber das steht draußen dran. Ja, aber andererseits ist jetzt nicht hier. Können wir bitte fragen, warum kein Geld mehr gezahlt wird? Wissen Sie da? Ich weiß gar nicht. Ja. Machen Sie es zu, bitte. Ja. Zurück im Wollepark. Für 50 Haushalte zahlt der Staat, genauer das Jobcenter, die Nebenkosten wie Gas und Wasser. Doch bei den Stadtwerken ist seit August 2016 kein Cent angekommen. Jetzt reicht es dem Bürgermeister. Die Stadt Delmenhorst hat das Jobcenter angewiesen, nicht mehr zu bezahlen, weil dieses Geld nicht ankommt, da wo es ankommen soll. Und das ist bei den Stadtwerken. Und das ist der plausible Grund. Und warum sollen wir das Geld dann weitergeben, wenn die es sich in die Tasche stecken und nicht weitergeben? Bereits vor 3 Wochen zogen die Stadtwerke die finanzielle Notbremse. Sie drehten allen Haushalten in den Blocks das Wasser ab. Nur noch vor den Häusern konnten sich die Anwohner kostenlos versorgen. Das Wasser nach oben geliefert bekommt Herr Homsi. Nach einem Herzinfarkt soll er nicht schwer schleppen. Der Hausmeister hilft. So, es war voll, die Wäsche hier voll, ne? Keine Wasser, nichts hier. Hier, wir benutzen das. So, dass wir waschen unser Gesicht. Das gelieferte Wasser muss er sich gut einteilen. Schließlich kostet jeder Liter extra. Da muss Abwaschen schon mal ausfallen. Ich habe gestern, das ist ohne Lüge, 50 Euro Wasser gekauft. Die Kanister kostet 17 Euro plus die Wasser. Hast du gesehen, da dieses Kanister in die Küche? Jede 5 Euro. Ich meine, ich bin eine Hartz-IV-Empfänger. Von wo kann ich leisten sowas? In den Häusern 11 und 12 sind knapp 350 Menschen gemeldet. Nur 26 von ihnen kommen aus Deutschland. Es mangelt nicht nur an Sprachkenntnissen. Das ist jetzt nicht unsere Schuld, dass das Wasser abgestellt wurde. Wir haben für alles bezahlt, also halt unser Vermieter hat das weiter nicht bezahlt. Worin besteht das Problem hier? Wer ist der Vermieter? Das weiß ich selber nicht, ganz ehrlich so gesagt. Arabisch, wir haben kurdische Männer, arabische Männer und so alles, aber das bringt nichts. Da kommt jeden Monat ein neuer Vermieter.
Viele der Osteuropäer zahlen ihre Miete bar an Geldeintreiber. Oft mehr als im Mietvertrag festgelegt, falls es einen Mietvertrag überhaupt gibt. Iwailo erklärt die Regeln des Wolleparks. Die kommen so wie Security und Bodyguard und so und sagen, wo ist das Geld? Und wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir die nicht haben, sofort fangen die an, so Stress zu machen und sagen, du fliegst jetzt raus und dann bezahlen wir. Die Familie des 11-jährigen Iwailo kennt die Mieteintreiber im Viertel. Der Großvater bringt als Bauarbeiter etwa 1200 Euro nach Hause. 750 davon zahlt er bar, 220 mehr als vereinbart. Ich bezahle, geben bei mir diese Quittung. Diese Quittung. Keine Name, keine, ich nicht weiß. Von wem kriegen Sie die Quittung? Was sind das für Quittungen? Nächste Jahre, März, ich gekommen bei diesem Mann. Dieser Mann sagen, bis März bei mir bezahlen, April nächste Jahre bei diese neue Vermieter. Diese, ich nicht weiß, Arabisch oder Syrisch oder Hamza, Name, Nimza, ich nicht weiß, nicht kenne diesen Mann. Kurz darauf tauchen vor den Wohnblocks drei Geldeintreiber aus dem Umfeld von Maksud E. auf. Allzu gesprächig sind sie nicht. Die Geschäfte scheinen sich zu lohnen. Sie sind im Benz vorgefahren. Viele Bewohner berichten, dass sie hier Geld an... Wer hat gesagt? Alle Leute, die hier wohnen, berichten, dass sie Geld an Vermieter zahlen. Die Vermieter aber immer wechseln. Ich habe gar kein Geld genommen. Und ich möchte auch nicht die Kamera hier neben mir. Ne? Jetzt wird gegen die Hintermänner ermittelt. Bei der Polizei liegt eine Anzeige der Stadtwerke vor. Das Wasser mussten die Stadtwerke übrigens wieder anstellen. Der Hausverwalter hatte vor Gericht an Eidesstadt versichert, die Schulden umgehend zu begleichen. Da bisher kein Geld floss, wird das Wasser wohl demnächst wieder abgestellt.